Leute, was geht ab, Leute? Hier. Ich teste heute wieder diese Biang Biang Nudeln. Hand-pulled Asian Chinese Nudeln, die so im Hype sind. Und das Witzige ist, der Laden ist jetzt da, wo mal der schlechteste Döner in München war. Digga, die Bewertungen waren unter aller Sau. Ich habe den so gefunden, ich komme hierher, ich will schlechteste Döner Video drehen. Leider schon dicht gemacht. So, Leute. A1 Beef Biang Biang. Hol mal deins ein bisschen her. So. Was hast du da? Irgendwie Aubergine und Tofu, Leute. Ja. Vorspeise kam später, weil es eine kleine Verwechslung gab, aber kein Stress, Leute. Das ist Popcorn Chicken. Die haben große Konkurrenz, weil bei Mama Bau ja, ist das Popcorn Chicken ziemlich gut. Oh, danke. Wir kriegen eine Latze, bitte. Süß. So, schaut's, Leute. Erstmal pur. Pur am wichtigsten erstmal. Okay. Mama Bau ist besser, aber der ist jetzt nicht Katastrophe oder so. Der ist nur schwächer, schlechter, aber gesamt nicht schlecht. Aber es ist so heiß. Aha, du siehst dich auch. Nein, siehst du nicht. Ich sehe mich auch nicht. Achso, okay, gut. Ich drücke einfach nur oben drauf. Nein, es läuft schon. Mach ich so? Und nein, nie drehen. Schau. Das hier ist für YouTube, das ist so. Ah. Das Handy ist so für die Reels. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Genau. So, hier bist und du. Wie viel du von mir zeigst, ist deine Kreativität überlassen jetzt. Meine Nudeln sind so sticky. Haben wir zu lange gewartet hier, oder? Was glaubst du? Ich glaube nicht, die sind so. Das lässt sich nicht so gut umrühren wie bei dir. Die kleben zu. Ja, das kann vielleicht doch schon sein. Ich habe ein bisschen gerührt davor, deswegen sind sie nicht so. Schaut, Leute. Es hat schon geholfen. So, schaut mal. Die sind richtig lang. Erstmal das Fleisch. Ist stark. Also das Stück hat sehr zart. Schwer zu sagen. Also es ist nicht schlecht, aber lecker. Ich glaube nicht, weil ich schon so lange überlegen muss. Er ist nicht der schlechteste Biang Biang Laden, wo ich war. Nee, der Beste auf jeden Fall nicht. Der Beste auf jeden Fall nicht. Das ist okay. I'm good. Bildschirmschoner. Aber ist doch weiter? Ja, Bildschirmschoner. Ich mag den Biss, also gute Konsistenz. Soße, ja. Vegetarisch.
vegetarisch nehmen. Was bist du da? Nicht vegetarisch nehmen. Nicht vegetarisch nehmen, sagt sie Leute. Aber vegetarisch wäre eh so oder so von Anfang an keine Option gewesen. Die Nudelqualität ist sehr gut hier, ja. Finde ich schon. Die Soße, da fehlt mir so ein bisschen Umami. Ein bisschen. Geschmacksverstärker. Ja. Ist so ein bisschen so zu neutral, so als würde ich ja nur Nudeln essen. Auch ein bisschen MSG hier drin. Das ist eine gute Portion. Ranking am Ende des Videos heute. Ich bin noch nicht satt, Leute, aber so wie immer bei Biakbang-Nudeln, außer einmal, beim letzten Mal, das ist halt irgendwann eine einheitliche Masse, wo du keinen Bock mehr hast zu essen. Der Geschmack ist nicht wirklich da. Es gibt halt nur die Nudeln. Wenn du abwechseln willst, hast du ein Stück Fleisch. Und dann isst du wieder die Nudeln und dann mir fehlt da das Flavor-Profil. Immer noch kein Fan von Biakbang-Nudeln, aber den Hype nimmt man mit. Also dem Chicken würde ich glaube ich eine 3 von 10 geben und den Nudeln eine 5,5 von 10. Jo, was geht? Diesmal aus diesem Gym in der Innenstadt, weil ich will hier jetzt einen Foodspot abchecken. Das Video ist ja Biakbang Nudeln. Ich habe ja vor ein paar Minuten im letzten Clip Biakbang Nudeln abgecheckt. Und ja, ich verstehe den Hype nicht, Digga. Das sind einfach nur Nudeln aus China. Das ist so, als würde man Spaghetti hypen. Diese ganzen deutschen Instagram-Girls stehen Schlange. Einfach für chinesische Nudeln. Aber egal, wir nehmen die Klicks mit. Wir testen alle Biakbang-Nudeln. Ich bin schon viel zu tief jetzt drin. Ich habe jetzt schon fast jeden Laden abgecheckt. Deswegen können wir die restlichen Läden auch noch abchecken. So, wir sind am Stachus. Hier unten in den Kaufpassagen ist der Laden. Wir haben uns direkt davor gesetzt. Ich sitze genau davor, vor der Küche. Die sollen mich sehen, 1:1 Augenhöhe. Die sollen mir in die Augen schauen, wenn ich über das Essen rede. Ich höre tatsächlich nur Gutes von diesem Laden. Vor allem Asiatinnen sind bei asiatischem Essen sehr kritisch. Kleine Vorspeise, ein Bao-Bun. Ja, der ist jetzt unten schon kaputt gegangen. Aber okay. Hauptspeise auch direkt angekommen. Okay. Ziehen wir uns den schnell rein als Vorspeise. Offene Baus, ich bin kein Fan, aber der sieht saftig aus. Sehr teigig. Also der Teig ist sehr dominant. Füllung hat Potenzial. Und der Teig ist sehr dominant, Mann. Man müsste es irgendwie schaffen, den Teig zu halbieren. Kann man machen. Ist nicht schlecht. Aber wissen wir, was mir auffällt? Jetzt allgemein. Vorspeisen werden immer teurer. Okay, ja, alles wird teurer. Aber unverhältnismäßig. Also, das ist eine kleine Vorspeise, das waren ein paar Happen. Kostet 5,50. Früher hat ein Döner 5 gekostet. Ein ganzer Döner. Wisst ihr, was ich meine?
hard for you, can you please become a Sylvester? Was mir jetzt erstes auffällt, im Vergleich zu anderen Läden, überschaubare Portion. Bei anderen Läden, da sage ich, denke ich mir, boah, das ist schon eine fette Portion, viele Nudeln. Mag ich das überhaupt? Aber der Schein kann ja trügen. Die Nudeln machen ja schnell ziemlich satt. Das Fleisch. Nicht überzeugt. Gar nichts so. Die Soße schmeckt mir nicht. Jetzt ist es schwer, alles andere zu bewerten, weil das ist ja persönlicher Geschmack. Also umhauen tut er mich nicht. Also ich weiß nicht, wieso jeder so positiv von diesem Laden redet. Fleisch ist nicht zart, Soße ist sauer. Nudeln sind okay, weil Nudeln sind immer Nudeln. Die haben ihren Biss. Ich hatte schon bessere Nudeln. Dann hatten die anderen irgendwas anderes, aber das hat mich jetzt nicht um. Ich kann nicht sagen, Leute. Ist jetzt nicht Genuss, sondern eher ist halt Nahrung, ich muss es aufessen, ich will kein Geld verschwenden. Das ist jetzt nicht, wo ich mir denke, boah, das ist lecker, hier können wir nochmal her. So ist halt irgendwie so ein Stich, den ich gar nicht mag, aber eine gute Schärfe. Zu viel von diesem Zeug hier drin. Das war ein Kampf. Geschafft. Ihr hört wahrscheinlich den Laptop. Der ist fleißig in den Minen. Biangbiang-Nudeln. Hand-Pulled-Noodles. Ich glaube, das war's in München. Ich habe jetzt alle durch. Endlich können wir eine neue Kategorie eröffnen, denn ich check den Hype um diese Nudeln immer noch nicht. Und von den ganzen Nudeln, die ich bisher hatte, Biangbiang-Nudeln, taugt mir eigentlich nur einer. Den würde ich nochmal essen. Das ist Nummer 1, Uncle Chen. Neue Kategorie wird wahrscheinlich Bang Mi sein. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business.